Guten Abend. Ohne Gipfeltreffen würde die internationale Politik wohl kaum funktionieren. Das persönliche Gespräch, das Vertrauen schafft, nutzen sowohl Demokratien als auch Autokratien. Doch wie viel jeweils davon ist reine Show und wie viel wird hinter den Kulissen wirklich entschieden bei so einem Gipfel? Wie hier in Kasan im Südwesten Russlands, wo sich ab heute die BRICS-Staaten und ihre Gäste treffen. Neu ist diese Runde nicht, die vor 18 Jahren gegründet wurde von Brasilien, Russland, Indien und China. Bald darauf kam Südafrika hinzu und die Gemeinschaft wächst weiter an, auf derzeit 10 Mitglieder inklusive Kandidat Saudi-Arabien. In diesen Tagen bekommen die BRICS so viel Aufmerksamkeit wie bisher noch nie, während Präsident Putin aufgrund eines internationalen Haftbefehls nur noch eingeschränkt reisen kann, kommen Vertreter aus mehr als 30 Ländern nun zu ihm nach Russland. Ina Ruck. Der iranische Präsident hat gleich sein eigenes Fernsehstudio mitgebracht. So viel Gelegenheit für große Auftritte hat Iran ja nicht. Ähnlich geht es dem Gastgeber selbst. Präsident Putin kommt wegen seines internationalen Haftbefehls auch nicht mehr überall hin. Selbst beim letzten BRICS-Treffen in Südafrika blieb er sicherheitshalber fern. Zu Hause aber begrüßt er Gäste aus aller Welt, ist umgeben von Freunden, so die Message. Tatsächlich aber gibt es auch unter den BRICS-Partnern Kritik an Russlands Krieg gegen die Ukraine, wenn auch nur vorsichtig geäußert. Wir finden, Probleme sollten friedlich gelöst werden. Wir sind für schnellstmöglichen Frieden, sind bereit dabei, nach Kräften zu unterstützen. Beim Gipfel treffen sich die Mitgliedstaaten und weitere Interessierte an dem, was BRICS als wichtigstes Anliegen bezeichnet. Eine neue, gerechtere Weltordnung mit mehr Mitsprache auch der Länder des sogenannten globalen Südens. Ein Weg dorthin soll ein BRICS-internes Zahlungssystem werden. Es war auch Thema bei Putins Treffen mit der Chefin der BRICS-Entwicklungsbank. Wegen der westlichen Sanktionen hat Russland großes Interesse an Alternativen zum SWIFT-System und zum Handel in Dollar. Die Stärkung von Handel in eigenen nationalen Währungen, so Putin, macht die BRICS-Staaten finanziell unabhängiger. Das hilft, die Wirtschaft vom Einfluss der Politik zu befreien. Absolutes Schwergewicht unter den BRICS-Staaten ist China. Seit Kriegsbeginn rutscht Russland wegen der Sanktionen immer tiefer in wirtschaftliche Abhängigkeit vom großen Nachbarn. Auch wenn Putin das gerne anders darstellt, wie ein Verhältnis auf Augenhöhe. Unsere Zusammenarbeit ist einer der stabilisierenden Faktoren in der Welt. Wir werden das weiter ausbauen auf allen multilateralen Plattformen, sagt Putin, und globale Sicherheit und eine gerechte Weltordnung schaffen. Für Chinas Staatschef Xi, sagt er heute, sei Putin ein alter Freund. Doch die Verhältnisse sind mehr als klar. Chinas Wirtschaftskraft übersteigt nicht nur die russische bei weitem, sondern auch die der gesamten BRICS-Gruppe. Eine neue Weltordnung stellt man sich deshalb in Peking vielleicht ein wenig anders vor als hier in Kasan.